Jemini, Tino hatte gestern einen Sturz, den hat's komplett hingeschmissen. Achtung, Bifi, hier komm! Wow. Na, so wird das nix. Ich kann den kaum noch bremsen. Louis, sind Sie gemacht? Servus und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Der Louis ist heute auch mit im Stall. Wir haben einen richtig, muss ich nicht die Kamera essen, wir haben einen richtig schönen, milden Herbsttag. Und der Herbst und der Frühling sind bei uns die besten Temperaturen, die besten Jahreszeiten, wo der Reitplatz richtig gut zum Springen ist. Und deshalb dachten wir uns, wir springen heute, oder besser gesagt, ich springe heute, oder besser gesagt, der Pilgrim springt und ich springe mit. Na, ihr wisst, glaube ich, hoffentlich, was ich meine. Wir wollen uns einen kleinen Parcours auf dem Reitplatz aufbauen. Ich bin gespannt, wie es wird. Wir sind, glaube ich, seit Winter nicht mehr gesprungen. Also es könnte ein bisschen turbulent zugehen, aber der Pilgrim liebt einfach das Springen. Und ja, das müssen wir natürlich ausnutzen. Aussie. Liebe Grüße von Louis. Sadele. Und ich werde mir jetzt als allererstes gleich mal den Pilgrim schnappen und den ausgiebig putzen. Beziehungsweise als erstes räume ich, glaube ich, gleich mal mein ganzes Equipment raus. Und ich sage ja eigentlich, glaube ich, seit jedem Jahr, dass ich mit dem Pilgrim richtig gerne mal ein Springturnier gehen möchte. Er war dann ja leider auf dem ersten Turnier so unglaublich glotzig und ängstlich. Ich glaube, der wäre mit mir über keinen einzigen Sprung drüber. Am zweiten Turnier war es dann schon ein bisschen besser und jetzt am dritten hat man echt gemerkt, dass da einfach jetzt ein bisschen Routine für ihn gefehlt hat oder dass er die gebraucht hat, um auch einfach auswärts ein bisschen sicherer zu sein. Und deshalb, also irgendwann möchte ich mit dem Pilgrim auf alle Fälle ein Springturnier gehen. Vielleicht ist es ja schon nächstes Jahr. Vielleicht sollten wir vorher aber mal zum Springtraining auswärts fahren. Das wäre wahrscheinlich auch nicht verkehrt. Ich glaube, ich hatte mit dem Pilgrim... Hatte ich mit dem Pilgrim jemals ein richtiges Springtraining? Also so ein richtig, richtiges Springtraining? Glaube ich, hatte ich mit dem einfach noch nie. Naja, soll man vielleicht auch mal machen. Und ich habe jetzt hier schon den Tino entdeckt. Fragt bitte nicht, was das ist. Der Herr hat sich nämlich gestern... Hallo Maus, hatte ich nämlich gestern beim Lunchieren ein bisschen. Es war einfach ein bisschen zu viel Energie mit Beinsalat. Und die Folge davon war, dass es ihn einmal komplett geschmissen hat. Tino lag wirklich komplett am Boden und hat dann hier eine kleine Schürfwunde. Ansonsten hätte ich zum Glück mal nichts bemerkt, aber ich habe sicherheitshalber das ganze Bein mit Percutin-Paste eingeschmiert. Meistens, je schlimmer solche Stürze und Unfälle aussehen, desto harmloser sind sie. Puh, Jemini, so. Und jetzt habe ich endlich den Kandidaten gefunden, den ich brauche. Ich hole den Pilgrim gerade von der Koppel. Und schaut mal, wer hier richtig brav wartet. Der Lou, der hat sich echt schon zu so einem tollen Stallhund entwickelt. Louis, komm! Hab, hab! Super! So Technik. Der Pilgrim ist soweit ready. Merkt man gar nicht, dass das eigentlich ein Dressursteigbügelriemen ist. Ihr wisst, ich lebe aktuell in Steigbügelarmut. Also ich habe drei Steigbügel für Pilgrims zwei Sättel. Das hier ist der passt perfekt. Das war auch der für den Springsattel und den anderen hat er ja im Gelände irgendwo verloren. Ja, Mäuschen. Und ich finde, bei der Schabracke merkt man es auch kaum, dass das eigentlich eine Dressurschabracke für den Springsattel ist. Sieht eigentlich ganz gut aus. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. Wir haben jetzt einen Parcours aufgebaut. Es ist leider gar nicht so einfach bei uns im Stall, weil unsere Sprungständer, unsere Stangen, die sind irgendwie gefühlt uralt. Die brechen auch schon fast alle auseinander.
Also optisch ist da definitiv Luft nach oben, wenn man da so schön Springstellen. Die haben so mega gepflegte Reitplätze und so richtig geile Sprünge. Also bei uns passen nicht mal die Farben zusammen. Wir haben es probiert, das ist sehr schwierig. Und wir haben jetzt so eine Kombi, schräg und steil. Ich würde sagen, wir machen klassisch, wie immer, wenn es Springen gibt, ein Probespringen. So, muss schauen, wo ich starte überhaupt. So. So. Hä, eigentlich ist das für blöd aufgebaut. Man kann die drei nicht mal miteinander kombinieren. So, so und so. Okay, das geht. So. Moment, Pippi, gut zuschauen, okay? Gut zuschauen. Damit ihr das merkt. Ja, Galopp. Ich bin warm. Ist richtig guter Lifehack zum Aufwärmen für den Reiter. Also mein Favorite-Sprung ist eigentlich der, weil es sind nicht mal die Stangen gleich lange. Wir haben eine mega lange Stange und eine kurze. Und ich frage mich auch, ich kann nicht mehr, wer bei uns im Stall eigentlich so motiviert ist. Seht ihr, wo diese Nüpsel für die Stangen sind? Als ob irgendjemand bei uns im Stall so hoch springt. Nicht einmal freispringen. Wieso sind die da oben? Wir haben richtig Glück, da unten ist nämlich eine Baustelle, da wird gerade ein Haus abgerissen und der Bagger werkt ordentlich. Aber irgendwie ist er unbeeindruckt. Das sind eher die kleinen Dinge, vor die er sich fürchtet. Wie mein Favorite beim letzten Ausritt, ist ein Blatt vom Baum gefallen. Hat sich kurz erschrocken. Das war wirklich wild. Und dann ging es auch schon los mit dem Springen oder besser gesagt erstmal mit etwas Stangenarbeit. Ich habe mir quasi einfach die Stangen von den Sprüngen nach unten gelegt und nutze sie so als Trappstangen. Habe schon gemerkt, dass Pilgrim richtig, richtig viel Lust hat. Ich lasse ihm am Anfang auch die Zügel relativ lange, damit er sich einfach schön nach unten strecken kann. Das fällt ihm ja sehr schwer und der gute Herr hatte einfach so Bock zu springen. Hier ist er mir einmal falsch gelandet und ich hatte echt so tun, den nur mit Sitz und Stimme wieder durchzuparieren, weil der einfach nur Vollgas geben wollte. Dann haben wir schon langsam ein paar kleine Kreuzchen dazu genommen. Ich habe die erstmal aus dem Trab genommen, damit uns das einfach ein bisschen leichter fällt. Und dann haben wir versucht, den richtigen Abstand der Galoppsprünge zu finden. Das war tatsächlich irgendwie gar nicht so einfach, obwohl wir das vorher ausgemessen haben. Lagen wir da irgendwie einfach nur ein bisschen katastrophal falsch. Und ja, dann ging es auch schon los an die ersten Sprünge. Na, so wird es nichts. Na, jetzt mal nichts. Der ist so motiviert. Das macht richtig Spaß mit dem. Und jetzt versuchen wir unsere erste Parcours-Kombination. Zuerst der kleine Stein und dann außenrum und dann die Distanz. Schauen wir mal, ob es klappt. All your stuff away and check out for the day. There's no time to waste when it's 100 degrees. Burns under my feet. Won't you have a drink with me? Der hat 150% Motivation. Aber es macht so unglaublich Spaß. Und ich möchte ihn eigentlich eh gar nicht zu viel bremsen oder korrigieren, weil dass der für einen Friesen so springt, das macht einfach nur unglaublich viel Spaß. Gell, war sie total. The streets and the city's on fire.
ist jetzt sein wohlverdientes Müsli. Der hat echt ordentlich geschwitzt, aber der hat einfach so Gas gegeben und hat sich echt so reingesteigert, aber irgendwie total positiv. Also ja, das hat echt so Spaß gemacht, dass ich mir tatsächlich die Sprünge heute stehen lasse. Es soll nämlich über Nacht auch nicht regnen. Das ist immer die Bedingung bei uns, wenn man etwas stehen lässt. Und dann möchte ich morgen mit ihm auch nochmal springen. Und ich glaube, den Tino werde ich mir jetzt einmal schnappen. Mit ihm eine kleine Runde spazieren gehen. Hör, wilde Nudel! Chili! Chili, was ist los? Oh nein, so schnell! Oh, Chili! Ui, ui, ich freue mich so, dich zu sehen, Maus! Piu! Wie süß schaut es mit dir aus? Oh, Chili! Ui! Wie schnell die Kleine einfach ist. Ui! Dieser kleine Fuchs Louis ist jetzt die Gamaschistikwitzt. Du bist ja ein Wicht. Na, die gibt's nimmer. Nein, nein, kein Spielzeug. So, und bevor wir jetzt aber losgehen, wasche ich einmal diese Paste noch von hinten ab. Oh, er läuft aber gut. Also ich hoffe mal, dass er sich vielleicht einfach nur gestern dann bei dem Sturz sein Bein ein bisschen überdehnt hat oder vielleicht ist auch einfach gar nichts passiert und es hat mir wahnsinnig schlimm ausgesehen, aber ich wollte ihn heute eigentlich reiten, aber ich glaube, das lassen wir heute noch lieber. Salala, und wir drei sind ready und wir drehen jetzt noch eine kleine Runde im Gelände. Es ist so angenehmes Herbstwetter. Die Zeit muss man einfach noch im Gelände genießen, weil es geht einfach viel zu schnell und dann ist alles matschig und eisig und kalt und ich bin schon gespannt, wie das mit Hund wird. Es wird wahrscheinlich ja, nicht ganz so lustig. Langhaarhund und Matsch. Louis, hierher. Ja, was machst denn du da hinten? Ja, du spinnst doch. Ja, gut gemacht. Super. Gut. Feini. Feini. You know how bad I get when I'm stuck. Nursing, I can't make my mom so good. Wishing that you'd call me. Oh no, am I thinking again? Tripping out that you did your hair, but don't turn under. Cause you are still on my mind. Oh. Ich liebe einfach dieses schwarze Knoti an ihm. Ich finde, es ist einfach so schick und passt einfach immer überall dazu. Und apropos, bald ist ja Halloween und da haben wir aktuell eine Aktion und so könnt ihr bei uns im Shop gerade auf alle schwarzen Produkte richtig sparen. Also schaut gern einmal vorbei. Und apropos, auch Louis Hundeleine ist schwarz. Das heißt, auch auf die würdet ihr aktuell richtig Prozente bekommen. Die ist ganz schlicht. Silberne Beschläge, schwarze Takelung und schwarzes Tau. Und die habe ich eigentlich immer drauf, wenn wir im Stall sind, weil das schwarze Tau verzeiht auch richtig viel Dreck. Also das ist echt super praktisch, gell, kleiner Mann? Das ist super praktisch. Ach, du Süßbär. Sadale. Und jetzt bekommt natürlich auch der Tino einmal noch Futter. Aktuell gibt es für ihn übrigens diese Pellets. Das ist so ein Futter, das einfach sich schnell eignet, damit die Pferde wieder etwas auf die Rippen bekommen. Weil ich finde einfach, dass er bei der letzten Pferdewaage einfach deutlich zu wenig gewogen hat. Er wurde jetzt auch mit der Heumelke im Stall wieder ordentlich nach oben gestellt. Aber ich möchte einfach, dass er unbedingt vor dem Winter nochmal ordentlich was auf die Rippen bekommt. Und dann kommen jetzt hier auch schon seine Zusätze dazu. Das gab übrigens jetzt einmal Schwarzhafer. Normalerweise haben wir immer normalen Hafer, aber der war leider letztes Mal aus. Und deshalb gibt es Schwarzhafer. Ist sowieso kein Unterschied bei den beiden. Und eine Handvoll Hagebutten darf natürlich auch nicht fehlen. Just gotta say I get it off of my chest. Even if it's something that I'll probably regret. Tschüss, Tino. Ich habe mich zusammengepackt, alles verräumt und werde jetzt nach Hause düsen. Es wäre ja kein typischer Vlog, wenn hier oben nicht schon wieder der Akku rot blinkt. Und ich war irgendwie schon wieder Ewigkeiten im Stall. Wir haben jetzt 15 Uhr, meine Güte. Ich glaube, das waren, wann war ich im Stall? Um 10 Uhr. 45, glaube ich. Ja, das waren jetzt wieder ein paar Stündchen. Ich hoffe auf alle Fälle, dass euch dieser Vlog gefallen hat und wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss und Servus!